Eine gesunde Sortenvielfalt ist prägendes Element der Kulturlandschaft Mostviertel und gleichzeitig Grundlage für eine breite Produktpalette der Obstbauern. Durch richtigen Baumschnitt, regelmäßige Düngung sowie durch Ausdünnen eines überreichen Fruchtansatzes kann bei vielen Sorten die Obstqualität wesentlich gesteigert werden. Die Liederregion Moststraße bietet daher professionelle Baumschnittkurse an, um eine großflächige Pflege der Kulturlandschaft zu initiieren. Zudem liefern Baumschnitt-Infotage wie dieser im Mostlandhof in Burgstall noch speziellere Details. Dieses Mal vom Baumschnittexperten Hans-Thomas Bosch. Ich habe ein Buch geschrieben über die naturgemäße Kronenpflege an Obsthochstämmen und habe versucht, es in der Zusammenfassung mehr oder weniger heute den Interessierten hier näher zu bringen. Also im Wesentlichen geht es um die fachgerechte Pflege. Und da haben wir festgestellt, dass es auch traditionell in der Obstbaumschnittlehre, die gab es mal so in den 30er, 40er Jahren, dass da die Grundlagen gesetzt wurden für so einen modernen Umgang mit den Obsthochstämmen. Und dass das teilweise abweicht von dem, was in der Praxis tatsächlich ausgeführt wird. Und unser Bestreben ist es jetzt im Wesentlichen, diesen Ansätzen der traditionellen Pflege, die unter dem Begriff naturgemäße Kronenpflege zusammengefasst werden, die in der Praxis jetzt sozusagen zu vermitteln. Am Vormittag wurde theoretisches Wissen vermittelt, am Nachmittag wurde dieses Wissen im Obstgarten in die Praxis umgesetzt. Im Einsatz neue technische Hilfsmittel. Ja, früher hat man diese Baumschnittmaßnahmen nur mit sehr langen Leitern machen können, Holzleitern, wo also viele Leute zusammengeholfen haben, um also die Sicherheit zu gewährleisten, dass also die Leute, die da oben gearbeitet haben, also auch entsprechend sicher unterwegs waren. Heute fehlen uns natürlich auch die Leute dafür. Wir nutzen da modernes Gerät und es gibt also da Arbeitshebebühnen. Wir haben einen Verein gegründet, der sich nennt das Streuobsterhaltung Mostviertel, und dieser Verein hat dieses Gerät angekauft, und mit diesem Gerät werden wir heute auch in der Praxis vorführen, was also das Gerät uns behilflich ist bei dieser Arbeit auf Höhen von 10, 15 Meter Höhe, ist das doch schon nicht mehr ungefährlich. Und das ist ein Gerät, wo uns also auch wirklich die Sicherheit großgeschrieben ist und wo man eigentlich mit sehr sicher und effektiv arbeiten kann. Geliefert wurde auch eine praktische und fachkundige Anleitung für ein sicheres und fachgerechtes Obstbaumschneiden in älteren Beständen. Also die Veranstalter hier haben einen Schwerpunkt jetzt gelegt auf die Pflege der großkronigen Mostbirnenbäume, die hier so landschaftsprägend sind, der Region, denke ich, auch mal den Namen geben. Und da möchte man einfach zeigen, wie geht man so einem Baum um, dass die Pflege tatsächlich letztendlich das Baumleben fördert. Also dass tatsächlich die Griffe, die Handgriffe, die Eingriffsstärke, die Schnitteingriffe so geführt werden und so umgesetzt werden am Baum, dass der Baum nicht geschädigt wird, dass er zu viel Blattmasse verliert, dass die Wunden nicht so groß sind, dass er damit nicht mehr umgehen kann und damit er trotzdem eine ertragreiche Nutzpflanze bleibt. Das ist eigentlich so dieser Dreischritt, stabile Bäume, vitale Bäume und trotzdem nutzbar, ohne sie zu schädigen. Genau diese alten Bäume, von denen wir heute gehört haben, sind unsere Realität draußen. Und die müssen wir schneiden. Und da hilft es nichts, wenn ich schematische Lehrbuch-Einfach-Geschichten habe, sondern wir müssen die schneiden, die so sind, wie sie sind und nicht so, wie sie im Lehrbuch stehen. Und da ist sehr viel Nachholbedarf und ich bin ja auch Baumschnitt-Referent. Und es ist gerade für uns extrem wichtig, dass wir diese Fortbildung, die ihr hier organisiert habt, auch bekommen. Wir gestalten viele Kurse mit der Moststraße. Die schreibt unsere Kurse aus, weil es einfach viele Baumpflanzungen in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten gegeben hat. Und wir einfach wissen, die Bäume können nicht nur gepflanzt, sondern einfach auch gepflegt. Und da ist einfach Schnitt und Erziehung. Und wie schaffe ich es überhaupt, dass ich von einem jungen, frisch gepflanzten Baum zu einem ertragsfähigen, langlebigen Baum komme? Denn mit einem fachgerechten Schnitt wird der Wuchs verbessert, der Ertrag reguliert und die Gesundheit des Baumes gestärkt. Beim Ausdünnen zum Beispiel werden alle Früchte, die beschädigt oder zu mickrig sind, entfernt. Danach kann sich der Baum gut weiterentwickeln. Mangelnde Pflege kann bei jungen Bäumen unter anderem auch zur Vergreisung führen. Streuobstbäume haben aber ein großes Regenerationspotenzial. Durch einen fachkundigen Schnitt können sie revitalisiert werden, sodass sich ihre Lebensdauer um Jahrzehnte verlängert. Das nennt man in der Fachsprache Verjüngung. Die Pflege der Kulturlandschaft geht aber über den Baumschnitt hinaus.
In meinem Bereich vor allem die Betreuung von Obstbaumaktionen, Streuobstaktionen, wo es geht, jährliche Auspflanzaktionen durchzuführen mit verschiedenen Vereinen, Gemeinden, Organisationen. Und zusätzlich ist natürlich die Weiterentwicklung so neu ausgepflanzter Streuobstbäume, sprich Schnittkurse, Sommerschnitt, Winterschnitt, Veredelungskurse, ein sehr, sehr großes Anliegen, um die Kulturlandschaft, die typisch ist und geprägt wird von Streuobstbäumen, im speziellen Mostviertel auch weiterhin zu erhalten. Alle Baumbesitzer, sage ich, und die sich eben interessiert fühlen und sagen, wir wollen gern einen Baum pflanzen, wir wollen gern einen Baum schneiden, und da wendet man sich an die Moststraße, ja, und da gibt es eben die Info, wann diese Kurse stattfinden, zu welcher Zeit und zu welcher Jahreszeit. Mit Hilfe dieser Kurse werden Maßnahmen gesetzt, die zum einen der Erhaltung der einzigartigen Streuobstwiesen dienen und zum anderen dieses einzigartige Kulturgut bewusst wahrnehmen lässt. Beim extensiven Streuobstbaum, der bei uns so, wo die Mostbirnen vielleicht 150, 200 Jahre alt sind, da geht es einfach um Erhalt, um schauen, dass der auch wieder so ähnlich ausschaut, wie er jetzt ausschaut. Also nicht um intensiven Schnitt, wie man es jetzt so aus diesen intensiven Obstanbaugebieten kennt. Also bei uns ist im Mostviertel der Baum einfach ein landschaftsbildendes Element, das aber auch genutzt wird, ja, wo man wirklich Birnen ernten will. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die alten Bäume pflegen, dass wir uns ihrer annehmen. Wir müssen wissen, dass wir, wenn wir einen neuen Baum pflanzen, 20 Jahre brauchen, bis wir den in den Ertrag bringen und unsere Bäume überaltert sind. Und wenn wir nicht eine Kronenpflege von unseren alten Bäumen machen, dann erhalten wir sie nicht diese 20 Jahre, die wir brauchen, um unsere Bäume, die wir jetzt setzen, in den Ertrag zu bringen. Also das ganz Entscheidende ist, trauen wir uns über diese großen Bäume drüber, schneiden wir sie, pflegen wir sie, helfen wir ihnen, damit sie uns noch 20 Jahre Äpfel liefern. Mostbirnen und ihre Bäume sind eine einzigartige Ressource, die es nirgendwo auf dieser Welt in einer solchen Vielfalt wie im Mostviertel gibt. Sie zu erhalten, ist oberste Maxime.